Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir sind zurück in Vorochel. Unser kleines Schweinchen Oink ruht sich gerade ein bisschen aus hier im Dreck, fühlt sich offenbar pudelwohl und wir haben einen kleinen beschwerlichen Weg vor uns hier über Jäkuru hoch Richtung Pyntipeldot. Da müssen wir hinreisen, weil wir hier unten in Kaupakota schon alles erfüllt haben. Und wie kommen wir da am besten rauf? Natürlich mit unserem Pferdchen. Oh, das ist hier nicht erlaubt. Nein. Oh. Ist das denn erlaubt? Ihr könnt es in den meisten Städten und Dörfern reiten. Nein. Oh. Ich hätte gehofft, ich kann das hier auch anwenden. Ah, da müssen wir halt wieder auf unser altes Pferd. Oh. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Dann reiten wir halt los. Es ist nur in Städten erlaubt. Und Dörfern. Offenbar zählt hier oben dieses Dörflein nicht dazu. Na gut. Okay, wir verziehen uns. Es wird langsam Tag, Morgenröte. Das freut mich, weil als ich mit der Aufnahme begonnen habe, da ist es gerade Nacht gewesen. Und das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Aufnahmen, wo wir wieder schön tagsüber ein bisschen Vorochel erkunden können. Jetzt muss ich mal schauen, wo es hier hingeht. Ich glaube, hier hoch nicht. Wahrscheinlich einfach nur dem schwarzen Weg hier folgen. Ah, ein bisschen enttäuscht, dass wir das Steckenpferd hier nicht verwenden dürfen. Ist wahrscheinlich auch eher dem Rollenspiel dann geschuldet. Könnte ich mir vorstellen, dass die Entwickler gesagt haben, wir wollen keine Helden, die hier munter durch ganz Mittelerde auf Steckenpferden reiten. Ne? Der Stadt ist es okay, so zum Spaß zwischendurch. Aber jetzt hier in der öffentlichen Prärie, wo irgendwie Trolle und sonst irgendwelche Kreaturen rumlaufen, dann mit dem Steckenpferd hier rumzureiten. Und man ist ja genauso schnell wie mit dem normalen Pferd. Da haben sich wohl die Entwickler dann gesagt, hey, nee, das würde vielleicht ein bisschen, ja, entgegen der Lore vielleicht nicht, aber einfach dem Gefühl, dem Spielgefühl gehen. Das macht wenig Sinn. Genauso wie ja zum Beispiel auch die Kämpfe gegeneinander, die Kämpfe für Monster und freien Völker hier nicht reingesetzt wurden, weil keiner will, dass irgendwie im Auenland oder so dann plötzlich Monster auftauchen und dort gekämpft wird. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Geht's hier runter? Wir reiten mal hier runter, ja, genau. Wir müssen jetzt in diese Spalte, in diese Schlucht hier runter. Wo es gar nicht mehr so schön ist. Jetzt hat es wieder schön zugezogen. Leider. Schön über das Eis hier. Ah, ich liebe diese Umgebung. Mag das. Was ist das hier? Vielfraß, Treiber und nochmal ein Elch. Wunderschön. So, jetzt haben wir hier eine Abzweigung. Rechts, links. Wahrscheinlich links. Der Pfeil hier oben auf der Karte zeigt auch nach links oben. Oh, kommt jetzt ein Serverneustart, weil ich gerade was lese hier. Heute ist Dienstag, an dem ich das aufnehme. Ich habe aber noch keine Meldung dazu gesehen. Bin mir nicht mehr sicher. Letzte Woche, ob da Dienstag oder Mittwoch war, als die Serverneustarts waren. Ich hätte gemeint, das wär Dienstag gewesen. Es kann jetzt also durchaus sein, dass ich wieder hier... Ich muss mir mal einen anderen Rhythmus ausdenken. Wo geht es eigentlich hier hin? Einen anderen Rhythmus ausdenken... Oh, da ist eine Höhle. An dem ich aufnehme, weil ich komischerweise immer zu den Zeiten aufnehme, wo ein Serverneustart stattfindet. Eine Höhle, die ich aber nicht betreten kann. Auch seltsam, oder? Hier nochmal eine Quest hergeht. Ich war zwar schon öfters jetzt in Vorochel. Ich glaube, ich habe es mit zwei Charakteren, habe ich Vorochel gemacht. Hier wieder der Effekt mit der Wärmequelle. Aber hier macht es ja auch nichts, wenn du einfach so rumreitest. Du hast hier keinen Moralverlust. Ich habe
mit zwei Charakteren, glaube ich, Forochel komplett gemacht und vielleicht noch mit einem oder zwei ein bisschen angekratzt. Aber ich weiß schon echt nicht mehr wirklich viel, was hier noch an Quests und so Zeug kommt. Oh, jetzt wird es aber dunkel. Ah, wir sind ja jetzt im Inneren einer riesigen Eishöhle. Ist das größer geworden? Ich habe das Gefühl, das ist größer geworden hier alles. Größer und verzweigter. Da sind ganz viele Eisgrimmige, die sich hier verstecken. Und offenbar auch irgendwelche alten Zwergenruinen noch. Na gut, immer schön geradeaus weiter. Was ich noch weiß, ist, dass wir zu dieser Höhle dann nochmal zurück müssen, weil hier irgendwo, genau da vorne, sind so komische Pfosten, die wir irgendwie einsammeln müssen oder kaputt machen müssen. Und normalerweise sind ja auch noch Gegner rumgelaufen, die man sich kümmern müsste da vorne, ja. Die Gauradan-Wanderer, die wir ja schon kennen, aus Ivendim, aus dem Norden von Ivendim. Und jetzt wird es endlich wieder hell. Ah, schön. Wunderbar. Normalerweise müssen wir uns hier durchkämpfen, aber ne, wir sind ja schon so stark, wir werden wieder mal nicht mehr angegriffen. So, da vorne oben müsste Pintipeldot sein. Was gibt es hier für Eisenerz? Uraltes Silbererz gibt es hier. Ich habe mir übrigens ein paar Schmiederezepte wieder geholt von der Schmiedegilde. Gerade eben. Die können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Hier ist ein kleiner Vorposten. Die kann ich aber erst mit Stufe 75 anziehen. Ich könnte es jetzt schon fertigen, weil ich ja so Zutatenbündel habe. Aber ich kann die erst mit Stufe 75 anziehen. Deswegen macht es jetzt keinen Sinn. Die sehen aber auch nicht wirklich gut aus, muss ich jetzt sagen. Das ist so Rohan-Rüstung. Die sieht nicht wirklich gut aus, muss ich sagen. Deshalb werden wir da wahrscheinlich bestimmt irgendwelche andere Zielwerksrüstungen noch anziehen. Ich freue mich ja schon auf die Modia-Rüstungen. Da sind ein paar gute mit dabei. Für den Wächter. Ist das nicht schön hier? Mensch, guckt euch mal das an. Hier so ein gelb-weißer Himmel. Die Weite, über die man hier schauen kann. Und sind angekommen im Pintipeldot. Den Weg werden wir wahrscheinlich nie mehr wieder reiten selber, sondern nur noch per Schnellreise hierher kommen. Und apropos, wir setzen gleich mal den Schnellreisepunkt, der hier irgendwo sein sollte. Ah, da ist er. Gut, dann gehen wir vielleicht erstmal hoch zur Chefin, zur Ora. Hallo? Die Gewässer sind früh zugefroren. Hat nur ein bisschen gebraucht, bis sie uns erkannt hat. Nennt sofort euren Namen, Sivulien. Tollfuß, ich bin Ora, Anführerin der Lossoth von Stamm der Layona Halmo in Pintipeldot. Grelles Schneelicht und Eisstaub sind unsere ständigen Begleiter. Wir fürchten kein Lebewesen und sind bei unserem Lebensunterhalt nur auf uns selbst angewiesen. Kann euer Volk dasselbe von sich sagen? Natürlich nicht. Niemand ist so stark und tapfer wie die in der Kälte lebenden Lumi Welki. Sind alle schon sehr selbstverliebt. Muss ich jetzt schon mal sagen. Wir bekommen einen hellblauen Gegenstand. Held der Lothos. Sogar ein Z-Gegenstand. Allerdings, wenn alle drei angelegt sind, dann nur Schadenreduzierung gegen Frost. Ja, okay. 230 maximale Moral. Ja, dann könnten wir anstatt Botwas Lob, könnten wir den ausrüsten. Ja, okay. Sind auch nochmal ein paar Moralpunkte.
So, dann widerwillige Anerkennung. Wenn ihr ungestraft unsere Gebiete erforschen möchtet, müsst ihr euch diese Ehre verdienen. Kein Stamm der Lumiwelki oder irgendjemand meiner Sippe wird auch nur auf eure Fragen antworten, wenn niemand für euch bürgt. Und ich warne euch, nicht alle meine Angehörigen werden euch so wohlgesonnen sein wie ich. Seid höflich und zurückhaltend und redet nur dann, wenn ihr angesprochen werdet. Ich habe allerdings keine Vorurteile. Wenn mir durch 3 Berichte versichert wird, dass ihr es wert seid, so werden euch die Lumiwelki dulden. Mein Sohn Kai benötigt in der einen oder anderen Angelegenheit Hilfe. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ihr könntet bei ihm anfangen. Er befindet sich im Osten. Und wenn ich es mir recht überlege, sieht Nico, unser Meister der Jagd, in letzter Zeit etwas angestrengter aus als sonst. Folgt der Straße nach Südwesten, dann findet ihr in seinem Lager auf der Nordseite. Dann findet ihr ihn in seinem Lager auf der Nordseite. Möglicherweise wird er sich über eure Hilfe nicht sofort freuen. Er hält nicht viel von Sivulien. Auch Lauri, mein bester Kundschafter, könnte Hilfe brauchen. Ihr findet ihn in der Nähe des Stallmeisters. Ja gut, wie immer, ne? Dann werden wir uns mal um die Leute kümmern. Da ist der Kai. Das ist der 3. Zwillingsbruder vom anderen hier in dem anderen Dorf. Ich kann mir den Namen nicht merken. Kaupakuta. Die schauen irgendwie alle gleich aus. Gleich grimmig. Unheilvolle Stimmen flüstern im Wind. Unheilvolle Stimmen. Seid gegrüßt. Ich bin Kai von den Lumiwelki. Auch Waag-Hautabzieher, Clownträger, Plage der Susiwelki und Durchbohrer des uralten Mursu genannt. Ich befasse mich mit einem heiklen Unterfangen. Einem uralten Ritual der Lumiwelki. Ich benötige dazu bestimmte Gegenstände. Geht zu Alti, dem Fallsteller, in Jänis Lairi entlang der Straße nach Westen und bittet ihn, mir seinen Schlitten zu leihen. Ich brauche auch ein Seil. Im Kundschafterlager auf einer kleinen Insel jenseits der Straße südlich von hier müssten einige Rollen übrig sein. Und Felle, dick, weich und warm. Es ist mir egal, von welchem Tier sie stammen. Es muss sich nur gut auf weicher Haut anfühlen. Was sieht ihr mich so an? Es gehört zum Ritual. Der will frische Felle haben. Die müsste man ja eigentlich zuerst trocknen. Ich meine ja nur. Ich habe keine Zeit für so etwas. Ich muss mich vorbereiten. Findet diese Gegenstände für mich oder geht mir aus den Augen und bleibt von mir fern. Sehr netter Mann. Den schließt man sofort ins Herz. Dann hier vorne hat irgendjemand einen Ring. Ich sehe dich so schlecht hier. Diese grauen Ringe hier. Die Hand des Hexenkönigs greift aus der Vergangenheit nach uns. Oder schickt euch. Könnte wohl etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe hier einen verletzten Kundschafter, deshalb wage ich mich nicht außer Rufweite zu sein und eine andere Kundschafterin von mir, Ida, ist überfällig. Seht nach ihr, wenn ihr euch irgendwie nützlich machen möchtet, sie hält sich in unserem Nachschublager direkt südlich von hier an der Straße auf. Es gibt auch Berichte, dass man aus dieser Siedlung Rauch hat aufsteigen sehen. Vergewissert euch, dass alles in Ordnung ist. Und wenn es ihr gut geht, so findet heraus, warum sie sich verspätet. Schau mal auf die Karte. Spielt sich jetzt alles so in dem Bereich hier ab? Und hier vorne ist noch ein Ring. Das ist aber kein Frochelmann. Diurnyt. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Seid gegrüßt, Tollfuß. Mein Name ist Diurnyt von den Igleien. Unter meinem Volk genieße ich einen gewissen Ruhm, doch im Vergleich zu dem meiner Schwester ist er eher dürftig. Sie war der Grund dafür, dass ich Waffenmeister wurde. Ihr Mut war unerschütterlich, ihre Stimme gebieterisch und das Flackern ihrer Klingen glich dem schimmernden Tanz des Mondlichts auf dem Rotsumpf. Sie fiel im Kampf gegen Helfer des Feindes. Seitdem ist es ein wenig dunkler in der Welt. Ich nahm ihr Schwert an mich, Gränung ist sein Name. Ich habe es zur Verteidigung der Gerechtigkeit geschwungen, so gut ich konnte, bis ich vor kurzem aus Taur Orton durch die Eisschluchten hierher reiste. Etwas lockte mich in einen Hinterhalt, ich sah nur einen Augenblick lang einen Pelz. Alti, ein Fallensteller, fand mich und brachte mich hierher, doch ohne mein Schwert. Ich glaube, es liegt noch immer in den Schluchten südlich von hier. Bitte, ich flehe euch an, helft mir, Gränung zurückzubekommen. Die Ehre meiner Familie steht auf dem Spiel, ebenso meine eigene. Die Kleinen kennen wir ja noch, die haben wir ja getroffen. In den einsamen Landen, hier oben, Rotpass. Vor allem Gas Agavin da hinten. Seid gegrüßt, Eis am Ufer. Es gibt da einen Ort am Ufer der Eisbucht, der dem Vesihenki geweiht ist. Es ist Tradition, dort eine aus Eis geschnitzte Statue aufzustellen, um die Geister des Wetters und der Jagd gnädig zu stimmen. Ich habe die Statue geschnitzt und sie ist in der Kälte sicher verwahrt. Doch ich bin nicht mehr so jung wie einst.
würdet ihr sie an den richtigen Platz bringen. Ihr müsst euch beeilen, denn sonst wird es in eurem Bündel schmelzen. Folgt dem Ufer nach Westen und nach Norden. Ihr kommt dann an den alten Ruinen vorbei, die als einsame Gemäuer bekannt sind. Dann werdet ihr zu einem Pfad gelangen, der von dort hinab zum Wasser führt. Hütet euch auf dem Weg vor wilden Tieren und der eisigen Kälte in der Bucht. Stellt die Eisstatue am Schrein des Wassergeistes auf. Das ist eine zeitbedingte Aufgabe. 45 Minuten ist wahrscheinlich wieder vollkommen überdimensioniert. Aber dann werden wir die als erstes angehen. Hier oben müssen wir da raus und werden erstmal hier runter reiten. Die anderen Quests sind alle hier drüben, in dem Bereich. Wir können ja auf dem Weg, oh, das ist gut, wir können auf dem Weg die Elche kaputt machen. So viel Zeit muss sein. Stufe 46. Brauchen wir die Auerochsen eigentlich auch? Oh ja, Rolle Seil, dicke Felle. Ja, die werden wahrscheinlich nur so Felle liefern, aber die sind natürlich wieder viel stärker zu bekämpfen. Wie diese normalen Elche hier. Deswegen lasse ich die einfach mal gehen und schnapp mir nur die Elche. 15 Stück. Was ich ein bisschen an Oink gemerkt habe, ist, er ist ziemlich gesprächig. Das heißt, er meldet sich ziemlich oft, ja, zu Wort, wie man gerade eben hört. Weiß nicht, ob ihr das dann auch später so laut hört. Aber kontinuierlich halt, ne? Das finde ich nicht so toll. Aber ich werde ihn jetzt trotzdem noch ein bisschen mitnehmen. Da war unser Zicklein, Bert war, glaube ich, der Name, war da um einiges leiser. Weiß nicht, ob es so toll ist, wenn du ständig jetzt dann für, keine Ahnung, 50 Folgen oder so immer das Gequieke hier hörst. Vielleicht müssen wir Oink auch mal schlachten. Könnte durchaus auch vorkommen. Falls Not am Mann ist, wir Hunger haben. Wer weiß das schon. So, einfach jetzt hier am See entlang. Das sieht so geil aus. Es tut mir leid. Ach was, entschuldige ich hier eigentlich. Ist ja mein Let's Play. Ich sage halt schon ziemlich oft immer, wie toll es aussieht. Und für manche muss das echt befremdlich sein. Ich habe das schon oft erwähnt. Weil die Grafik nicht mehr die neueste ist. Wurde zwar immer schön aktualisiert, schärfere Texturen und so weiter, bisschen mehr Verzierungen, aber natürlich im Vergleich zu anderen Spielen, die aktuell jetzt hier auf dem Markt sind, kannst du ja das nicht mehr vergleichen. Das ist altbacken, das ist, ja, da ist ja gar nichts hier, ne? Das ist einfach nur freier Bereich. Gut, hier macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, weil das alles Schnee ist. Aber es ist halt wirklich nicht mehr schön. Und trotzdem, wahrscheinlich, weil ich damit aufgewachsen bin. Wir haben einsame Gemäuer entdeckt. Weil ich damit aufgewachsen bin, seit 2007, kommt es mir nicht so schlimm vor. Ich kann mir vorstellen, dass es Leuten, die zum Beispiel mit so alten Matt-Spielen und so weiter, also wirklich Text-Adventures und so weiter, aufgewachsen sind, bin ich jetzt nicht. Das war vor meiner Zeit. Dass die zum Beispiel auch so, ja, eher so ein nostalgisches, verklärte Sicht auf diese Spiele haben und die deswegen auch immer noch toll finden. Während andere, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, dann natürlich sagen, ach, das kannst du doch nicht spielen. Zum Beispiel bei Dwarf Fortress zum Beispiel, ne? Diese ASCII-Grafik, ich kann damit nichts anfangen. Es funktioniert einfach nicht. Und, oh, wir sind schon da. Und andere, die halt mit so einer ASCII-Grafik aufgewachsen sind, die haben damit überhaupt kein Problem. War es das jetzt schon? Das war alles. Wir müssen eigentlich einfach nur diese Dings hier abstellen. Ich hätte jetzt damit gerechnet, wir werden angegriffen oder so. Na gut. Ne? Und andere, die halt damit aufgewachsen sind mit so ASCII-Grafik, die haben damit kein Problem. Die kennen natürlich auch den Unterschied zwischen ASCII-Grafik und toller Grafik. Das bezweifle ich gar nicht, aber die haben wahrscheinlich eine niedrigere Toleranz dem Spiel gegenüber. So wie ich ja jetzt hier auch. Ne? Ich erfreue mich an so Dingen wie einer Weitsicht.
Obwohl das Spiel an sich ja eher, ja, es ist einfach, es sieht leer aus, es sind ein paar Büsche da, aber nicht mehr. Und trotzdem, irgendwie ignoriert mein Gehirn das und sorgt dafür, dass ich trotzdem dieses Spiel, beziehungsweise die Grafik dazu, dass ich die toll finde. Und das ist schon ein bisschen verwunderlich, oder? Dass uns hier das, der Kopf so mitspielt einfach. Vielleicht geht es euch da genauso. Wenn ihr irgendwelche Spiele spielt, die ihr vielleicht schon als kleines Kind gespielt habt. Und dann so ein bisschen Nostalgie einfach mitschwingt. Wenn ich gerade den Riesensee sehe, wenn ich mich noch richtig erinnere, darf man darin nicht schwimmen. Dann erfriert man. Wir können ja mal später ausprobieren. Kann man eigentlich, ja, ich will jetzt nicht unbedingt reinspringen. Wobei es hier vorne aussieht, als könnte man auch reingehen, aber dann komme ich nicht mehr hoch vielleicht. Dann ja, müssen wir ja nicht gleich sterben jetzt. Aber soweit ich weiß, kann man nicht einfach hier durchschwimmen, weil du da vorher dann stirbst. So, wir halten mal ein bisschen Ausschau. Oh, wir haben schon wieder 21 Minuten. Relativ wenig gemacht jetzt. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch die Felle. Wir brauchen noch Seile. Die sind wahrscheinlich einfach nur zum Einsammeln. Wir müssen einen Schlitten borgen. Und ansonsten die anderen Leute finden. Ich nehme das mal raus. Geht beim Nachschublager vorbei. Das können wir noch machen. Ich könnte jetzt wieder alles abklappern, ne, mit den Seilen und so weiter. Aber da könnt ihr ruhig mit dabei sein. Ist ja kein Problem. Das passt schon. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir relativ... Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich selber spiele. Aber dass wir relativ wenig Leerlauf haben. Also so Aufgaben, wo man so 5, 10, 20 Items irgendwie sammeln muss. Entweder ich... Wir kommen dann so hin, dass dann eben wieder Folgenwechsel ist und ich die dann fertig mache, jetzt hier zum Beispiel so wie bei den Elchen hier. Oder wir haben überhaupt nicht so Quests gehabt, also ich finde eigentlich, dass so reine Sammelquests hier, das hält sich ganz gut in Grenzen, meiner Meinung nach. Oder wie gesagt, es kommt mir einfach nur so vor, weil ich selber spiele. Was ist denn das für ein Eisen hier vorne? Ah, das ist Spezialeisen für eine Quest, ne? Okay. Das ist Spezialeisen. So, wir gehen mal. Wir müssen einmal hier runter und einmal in die andere Richtung. Ich würde sagen, wir gehen erst in die andere Richtung hier rüber und gehen dort die Quest noch ab. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und machen hier oben in Tamae ein bisschen weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.